Der Stern hat uns letztens ein paar Fragen zugeschickt und dann habe ich einfach mal geschaut, weil ich die Fragen sehr, sehr krass in eine Richtung geframed fand, wollte ich einfach mal schauen, worüber der Stern denn sonst so berät, weil ich verfolge diese Medien nicht. Und dann habe ich direkt auf der Startseite ganz, ganz groß gesehen an dem Tag, ich glaube, das war der 6.2. Ich lese mal den Titel vor. Müller Milch und Co., das Molkerei-Imperium des Alice Weidel-Freundes. Und dann ist das ein Paywall-Artikel und man kann den Artikel jetzt nicht lesen, ohne in irgendeiner Weise ein Abo abzuschließen, aber allein dieser Titel, was genau hat Müller Milch und der Typ, der Müller Milch gefoundet hat, also eröffnet hat, mit Alice Weidel zu tun? Man merkt schon durch die Blume gesagt, hier wird versucht, jemanden irgendwie politisch abzustempeln und da seine Firma mit reinzuziehen und ihn in irgendeiner Weise schlechter darzustellen. Das kann ja auch, wie gesagt, die Meinung von, wer das hier geschrieben hat, Daniel Barkier oder Theo Müller sein. Und er kann das ja auch auf seinem privaten, privat finanzierten Nachrichtenkanal, wie beispielsweise dem Stern, kundgeben. Und da muss man einfach als erwachsener Mensch erkennen, dieses Framing passiert in alle Richtungen, auf allen privaten Kanälen. Aber, und das ist das große Aber, bei den Öffentlich-Rechtlichen sollte das möglichst nicht passieren.